Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. X4 Foundations. In dieser Folge möchte ich gleich drei Dinge erledigen. Und zwar zunächst einmal zur letzten Folge anknüpfend nochmal mit dem Konstruktionsschiff. Wir sind ja hier an der Schiffswerft und haben gesehen, dass das doch schon ziemlich teuer ist und wir das noch eine Weile lang nicht leisten können. Jetzt haben wir schon 1,5 Millionen Credits auf dem Konto, aber das ist natürlich nichts. Der Konstruktionsbrocken kostete irgendwas um 18 Millionen, weiß ich nicht mehr genau. Ist jetzt auch schon wieder, ja, drei Tage her, dass ich aufgenommen habe. 15 bis 18 Millionen, irgendwo so in dem Bereich bewegte der sich auf jeden Fall. Das ist noch in weiter Ferne. Wir müssen aber nicht zwingend, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Konstruktionsschiff kaufen. Wir können Konstruktionsschiffen auch Aufträge zuweisen. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Ich will es mal versuchen. Wir gehen mal direkt ins Menü. Zu den anderen beiden Dingen, die wir in dieser Folge unbedingt erledigen müssen, komme ich dann noch. Wir sind ja schon weitergeflogen. Wir sind in 18 Milliarden. Das Ganze soll ja hier passieren. Ich hoffe, dass ich von hier, ja, ich kann von hier den Bau planen. Das ist schon mal hervorragend. Und wir brauchten eine Undock-Station. Wir wollten den einfachen Undock-Ring, das einfache Undock-Modul bauen, und zwar hier oben. Und ja, haben gesehen, dass das halt eben so erstmal gar nichts kostet, sondern wir halt die Materialien dafür kaufen müssen. Und die kosten natürlich Geld. Wir haben keine im Baulager. Wir brauchen aber das hier, was hier aufgelistet ist. Wir können jetzt sagen, dass das doch bitte dann gekauft werden muss. Wir müssen hier einen Betrag eingeben, den wir dafür freigeben. Ich werde jetzt mal 200.000 grob dafür einplanen und wir bestätigen das Ganze. Und jetzt müssen wir Folgendes tun, nämlich ein Konstruktionsschiff zuweisen. Und ich hatte das nämlich nicht richtig gelesen. Oder anstellen. So, heißt, wenn wir irgendwo ein Konstruktionsschiff sehen, ja, dazu müsste man natürlich jetzt da sein. Aber vielleicht finden wir hier irgendwo eins, wo wir jetzt gerade sind. Wo sind wir denn überhaupt? Bei 18 Milliarden. Wo ist 18 Milliarden? Da oben. So, vielleicht fliegt ja hier irgendwo ein Konstruktionsschiff rum. Ne, sind wir gar nicht da. Wo sind wir denn nochmal? Leute, bin ich denn hingeflogen? Wo ist 18 Milliarden? Da oben ist es. So, wir sind hier. So, aber hier sehe ich jetzt gerade kein Konstruktionsschiff. Es wäre natürlich cool, wenn die irgendwie ihre Angebote broadcasten würden. So nach dem Motto, miete mich, ich stehe zur Verfügung. Weil vielleicht tun sie es auch, aber ich hab gerade nicht. Nee, suche Konstrukteur. Also vielleicht mal weiter raus. Ja, wenn wir jetzt ein paar Satelliten stehen hätten, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Wir können das Ganze natürlich aber auch von einer anderen Station in Auftrag geben. Ich bin ziemlich sicher, dass wir hier ein bisschen weit ab vom Schuss sind, möglicherweise. Wahrscheinlich in diesen Gebieten tut sich mehr. Oder hier beim Teladi Raumdock. Aber da ist natürlich hier die Hauptvertretung. Naja, also ich sehe jetzt halt leider keinen Konstrukteur. Moment. Nee. Okay, also, aber es geht so. Ja, es geht so, das ist schon mal gut. Brechen wir das Ganze also ab. Moduländerung verwerfen. Möchtest du wirklich verwerfen? Jawohl. Dann machen wir das, sobald wir woanders sind. Gehen wir jetzt zu Schritt 2 über, nämlich die Bewaffnung dieses Schiffes. Dafür müssten wir allerdings auch unsere Position wechseln. Ich würde es jetzt tatsächlich hier. Hier war doch gerade noch das Grünchen da. Beim Ausrüstungsdock versuchen. Das ist ein kurzer Flug. Naja, semi-kurz. Danach müssen wir uns um die Miner kümmern. Das ist nämlich der dritte Punkt. Und das werden wir hoffentlich auch noch schaffen. Also, wir docken erstmal ab. Ja, Ausrüstungsdock, wie gesagt, mit dem Ziel, dass wir uns gescheite Ausrüstung kaufen. Speziell Bewaffnung. Ja, hier rüsten wir uns mal eben frei und dann auf in den Reisemodus. Das ist unser Ziel. Sprungtor, stiller Zeuge. Und wir fliegen von Hand, muss ja auch mal sein. Immer nur Autopilot. Da lädt man auch nichts bei. Ja, meine Erleichterung, dass wir bis zu dem Stationsbau gekommen sind, hält auch noch immer nach bei mir. Vor allem, weil das ja so schwer war mit dem
Oder ich mich einfach nur doof angestellt habe mit dem Kampf. Ich weiß inzwischen auch, woran es liegt. Wenn man an die Grenzen eines Sektors fliegt, dann greift das Encounter-System. Das haben sich die Entwickler ausgedacht, um halt eben das Erkunden von Bereichen außerhalb dieses bekannten Bereichs. Wie habe ich den Satz jetzt angefangen? Super, ne? Also man will damit auf jeden Fall die Spieler belohnen, die halt eben diesen Bereich hinter diesen bekannten Zonen oder hinter diesen bekannten Grenzen erkunden. Und das ist im Grunde eine schöne Sache, keine Frage. Wenn man allerdings eine Gurke ist, so wie ich, was die Flugfähigkeit angeht, dann muss man da erstmal sich zweimal überlegen, ob das gut ist. Allerdings, habe ich gehört, ist das wohl auch auf der Liste der Entwickler, dass dort dran gearbeitet wird. Vielleicht für diese Mission speziell, ob man die Grenzen da ein bisschen ausweitet. Das würde vermutlich gut tun. So, Flugunterstützung ausschalten. Falscher Knopf. Welcher war's? Nein, baue Dockbereich? Ah, das ist die Mission. Jetzt habe ich den Autopilot aktiviert, das wollte ich gar nicht. Okay, lassen wir uns eben von den Autopiloten... Nee. Ja, ich habe die Mission geändert. Halt, stopp. Okay. Autopilot ausgeschaltet. So, wir halten an. Ich habe dummerweise mein Ziel geändert. Hier wollen wir hin. Und dann geht's da auch hin. So, will der springen oder will der auf den Highway? Das lässt sich jetzt für mich noch nicht klar erkennen. Es ist immer noch markiert, weil da eine Mission aktiv ist. Wir wollen dahin. So. Muss noch mal eben herausfinden, welcher Knopf jetzt für die Flugunterstützung war. Weil das werde ich ja noch öfter brauchen. Dieser hier, genau. Dann kann ich nämlich auch im Reisemodus schön drehen und dann die Flugunterstützung wieder einschalten und der Kurs wird entsprechend angelegt. Okay. Ja, Leute, ich spiele halt mit so einem Hotas-System. Das habe ich schon mehrfach erwähnt, aber gibt ja auch viele, die später zuschalten. So, wir müssen in die Richtung, also da drauf. Und schwupp. So, dann sind wir schon im Zielsektor. Und müssen hier raus. Da ist das Ausrüstungsdock. Da wollen wir hin. So, da haben wir wieder Geld erhalten. Immer schön, aber trotzdem ist das halt noch nicht optimal gelöst. Andockerlaubnis erteilt. Jetzt ist wieder die andere Mission aktiv geworden. Ich glaube, ich muss die gleich mal inaktiv setzen. Und da sind wir schon. So, bessere Bewaffnung ist das Ziel hier. Also wollen wir handeln. Nein, wir wollen das angedockte Schiff aufrüsten. Gehen wir zu den Waffensystemen. Wir haben die Pulslaser MK1 installiert. Die MK2 verändern unsere Waffenleistung hier. Das können wir hier an diesen Balken sehen. Das ist der Originalwert. Das ist der verbesserte und wenn ich das richtig sehe, ja, haben wir eine deutliche Verbesserung auf jeden Fall dabei. Wir brauchen das aber zweimal. Wir müssen dazu die Waffenslots auswählen. Einmal den und einmal den. Und jetzt haben wir beide auf MK2. Aber jetzt ist halt die Frage, Alternativwaffen. Ja, Alternativwaffen. Das sind die Schildgeneratoren.
Die würde ich dann eigentlich auch gerne aufrüsten. Auf MK2. Oder wisst ihr was? Wie wäre es mit MK3? So, und bei den Waffen, wir brauchen einen Raketenwerfer. Wir werden also das so machen, dass wir nur noch einen Pulslaser haben werden. Der rechte bleibt und der linke wird ein Raketenwerfer. Das spiegelt sich dann auch im HUD wieder. Und wir wollen keine Dampffeuerraketen. Nein, nein, wir brauchen Lenkraketen. Ich hoffe, da zielsuchende Raketenwerfer. Es gibt MK1 und MK2. Wir nehmen MK2. Was soll der Geiz? Es gibt auch Torpedowerfer, aber dafür brauchen wir eine Einsatzlizenz für militärische Ausrüstung. Die haben wir nicht. Sonst könnten wir uns hier auch bessere Waffen kaufen. Bolzenrepetierer, Schrotbatterien, Sprengmörser, Strahlenemitter. Ach, da würde ich ja gerne zugreifen, aber das geht halt auch nicht. So, also, was ändern wir? Schildgeneratoren, beide von MK1 auf MK3. Pulslaser, einer auf zielsuchende Raketenwerfer, der andere auf Pulslaser MK2. Schade, dass es kein MK3 gibt. Vielleicht gibt es den aber auch nur hier an dieser Station nicht. Na, warte mal. Slot 2. Ah, ne, passt schon. Ist richtig. So. Und wir gucken jetzt nochmal nach den Steuerdüsen. Da haben wir die Gefecht MK1. Ich denke, da werden wir umrüsten auf die MK2. Die lassen uns etwas schneller gieren, nicken und rollen. Grad pro Sekunde verbessert sich hier unten. Da gibt es auch nochmal eine deutliche Verbesserung, aber das wird dann... Teuer werden das 300.000. Oh, ne, lassen wir erstmal auf MK2 oder sollen wir den Allrounder nehmen? Dann hätte ich auch wieder eine andere Steuerung. Offen gesagt nehme ich den Allrounder, ja. Also wir haben den. Und jetzt schauen wir mal, was sich verbessert. Also das Gieren wird deutlich schneller. Dafür verlangsamt sich Nicken und Rollen etwas. Aber das ist okay. Das kriegen wir hin. Wobei das eigentlich so ein kleiner Gefechtsflieger ist, ne? Also. Wir bleiben bei Gefecht. Wir nehmen Gefecht MK2 und fertig. Was haben wir sonst noch? Bei der Software vielleicht etwas, das wir verbessern können. Wir haben schon die Langstreckensoftware MK2. Der Polizeiscanner ließe sich noch installieren. Ich mach das mal. Ich bin neugierig, was das genau bewirkt. So, das Ganze kostet dann 251.000 Credits. Wir verfügen im Moment über 2,1 Millionen. Der Miner hat gerade noch was reingebracht. Wir brauchen natürlich auch Verbrauchsgüter, und zwar Raketen. Das habe ich ganz vergessen. Sollen wir beim Antrieb vielleicht auch noch was tun? Ich werde hier auch noch mal die Düsen aufrüsten. Und dann gehen wir zu den Verbrauchsgütern. Und wir brauchen halt hitzesuchende Raketen. Es gibt diverse. Wir haben sogar eine Clusterrakete. Wieso haben wir eine Clusterrakete? Die müssen wir eingesammelt haben. Ich glaube nicht, dass wir die schon hatten. Die können wir im Grunde verkaufen. Und mal schauen, was wir da nehmen. Also wir nehmen auf jeden Fall Satelliten mit. Erweiterter Satellit. Boah, die kosten 100.000. Dann nehmen wir den Standardsatellit. Dann nehmen wir einfach mal 50 Stück von mit. Jetzt wird es aber richtig teuer. Also wie wäre es dann erstmal mit 20 Ressourcensonden, Laserturm, Freund, Feind, Minen brauchen wir alles auch nicht. So, jetzt die Raketen. Wir nehmen die leichte, zielsuchende Rakete MK1. MK2 kriegen wir hier scheinbar nicht. Täuschkörper könnten wir noch kaufen, das lassen wir mal sein. Schwere, hitzesuchende Rakete. Schwere, intelligente Rakete. Die möchte ich gern haben. So. Da sind die schweren Zielsuchenden MK1.
Komm, wir nehmen die Zielsuchenden. Weiß nicht, was intelligent hier bedeutet. So, schwere Zielsuchende. Könnt ihr vorstellen, dass man die Intelligenten einfach abfeuert, ob man jetzt ein Ziel eingeloggt hat oder nicht, egal. Das heißt Freund-Feind-Erkennung, das Ding fliegt zu irgendeinem Feind in der Nähe und explodiert dann da. Und die Zielsuchende bedeutet wahrscheinlich, dass man ein aufgeschaltetes Ziel haben muss. Nur eine Vermutung. So, wir geben jetzt richtig viel Geld aus, aber wir machen hier ein ganz dickes Upgrade für unser Schiff. Und ich hoffe, dass wir so mit Kämpfen dann nicht mehr ganz so viele Schwierigkeiten haben. Wobei natürlich, ich sag mal, 20-30% sind die Ausrüstung, der Rest muss der Pilot liefern. Deswegen erwartet hier jetzt keine super steile Verbesserung, bitte. Wir fügen das zur Einkaufsliste hinzu. Jawohl, und bestätigen unsere Bestellung. Das dauert knappe 2 Minuten. Die haben wir natürlich Zeit. Schau mal, Schiff ist dann auch schön stromlos geschaltet hier. Obwohl, nee, das sieht immer so aus, ne? Wenn man gedockt ist, hat man das Radar nicht. Wird schon richtig sein. So, wir können uns währenddessen um die Miner kümmern. Zumindest um Miner 1 auf jeden Fall mal zuerst. Zunächst einmal werde ich diese Mission auf inaktiv setzen. Dann gehen wir zu Besitz und nehmen Mining-Schiff MK1. Das hat schon länger nichts gebracht, meine ich. Informationen. Ja, es hat in Nividium geladen, aber wenig. Und das ist halt ein Problem. Wir werden dieses jetzt verkaufen. Wir müssen zunächst einmal Verhalten sagen und dann alles löschen. Weil den Miner 1 werden wir darüber hinaus auch verlegen. Und jetzt werden wir dem Schiff einen Befehl geben. Es ist ausgewählt. Es befindet sich in Hatikvas Entscheidung da. Und wir werden jetzt sagen, dass es verkaufen soll. Und jetzt muss ich erstmal schauen, wo wir den Kram noch verkauft haben. Heliumraffinerie, Höhlenteilefabrik. Ich werde das hier verkaufen. Rechtsklick. Handeln. Da. Die wollen, glaube ich, kein Nividium haben. Nee, die wollen es nicht haben. Abbrechen vielleicht hier bei veredelte Güter. Die wollen es auch nicht haben. Jetzt wird es schwierig. Jetzt müsste man wissen, wofür wird es gebraucht. Dann müssen wir uns mit dem Filter behelfen. Handelsfilter einschalten. Ware Nividium. Waren Einkauf. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Da kann ich mich jetzt gerade nicht drum kümmern, Leute. Ja, ich verstehe schon, warum unsere die Übersicht ist etwas anstrengend. So, bei der Argon Handelsstation angeblich. Aber da waren wir ja schon. Die wollen es ja nicht haben. Also sie haben es hier in der Liste immerhin. Aber ich kann es nicht handeln. Warum? Aktuell kein Angebot. Ja, ich will es verkaufen. Schiff hat 737. Kaufangebot. Ah, da, so.
Es gibt kein Kaufangebot. Die werden das Zeug schon gar nicht mehr los. So, aber wir kriegen es ja vielleicht hier los. Ja, der Filter zeigt halt nichts an. Aber vielleicht kriegen wir es hier beim Argon Raum noch los. Weil da soll das Schiff eh hin. Die kaufen kein Nividium. Schwierig, ne? Also ihr seht, der Nividiumhandel ist offensichtlich nicht so leicht. Raketen, Erzraffinerie, so, wenn dann doch da, oder? Also, handeln. Die wollen es auch nicht. Die Erzraffinerie kauft Erz, aber kein Nividium. Gibt es doch gar nicht. Und hier keine Infos, nix vorliegen. Auch nix. Sehr schwierig. So, andere Sache. Ist immer ärgerlich, aber ich denke, ist jetzt alternativlos. Handelsfilter erstmal wieder ausschalten. Schiff ist immer noch ausgewählt. Informationen. Ist halt voll, ne? Das ist echt bitter. Wieso ist der jetzt voll? So, Nividium auswerfen. Schwupp. Das Schiff ist leer und hat keine weiteren Aufträge. Hatte ich eigentlich gelöscht. Andocken und warten. Ziel. Hier. Hier andocken und warten. Okay, so, der fliegt jetzt hier hin. In diesen Sektor, wo viel Erze sind. Und hier ist eine Erzraffinerie. Dort werden wir dann noch ein bisschen Aufklärung machen müssen. Da ist zum Beispiel noch eine Station. Wir werden hier eine Ressourcensonde hinstellen. Oder eine Sonde, besser gesagt, damit das Schiff die Preise kennt. Das ist nun mal, was wir mit Schiff Nummer 2, mit Schiff Nummer 1 machen. So, jetzt noch eben Schiff Nummer 1. Es muss leider sein, Leute. Vielleicht ist das etwas trocken für euch, aber ich will jetzt gerne mal sehen, ob der sich schon in Bewegung setzt. So, hier sind die ganzen Container mit dem Nividium. So, warum macht das? Macht er jetzt nichts? Informationen. So, haben wir Ressourcen. Hallo, was ist denn hier los? Er hat es nicht geändert. Standard. Ressourcen abbauen, löschen. Jetzt macht er andocken, alles klar. So, das hätten wir. Da ist übrigens noch ein Sicherheitscontainer. Den sollten wir uns vielleicht auch mal ansehen. Und wir werden Mining Schiff 02 einen neuen Auftrag geben. Und zwar wird er jetzt auf Erz umstellen. Vorher müssen wir ihm natürlich aber auch sagen, dass er das Nividium dann leider einmal über Bord werfen muss. Das ist sehr bitter. Aber ist, denke ich, okay. So, Standardfalten, Bergbau, Sektor, Erz. In Hatikvas Entscheidung 3, da bleiben wir. Bestätigen. Ja, wird schon passen. Dann soll er mal loslegen. Und das Erz wird er dann hoffentlich los. Wir werden es beobachten. Jetzt docken wir ab mit unseren Aufrüstungen. Und in der nächsten Folge fliegen wir damit zum neuen Container, den wir gerade gefunden haben auf der Karte, der auch uns gehört. Und da werden wir mal gucken, was drin ist. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bedanke mich. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.